Moin, denn ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elden Ring. Wir waren im letzten Part in Richtung des Vulkangebietes unterwegs. Da vorne ist auch schon das so heiß ersehnte Ort der Gnädchen. Und bevor wir da hingehen, kümmern wir uns jetzt noch ein paar... Sind das hier denn Zombies oder so? Die wirken etwas auf das da fokussiert, was auch immer da oben lauert. Na, kommt mal her, Leute. Kommt mal alle her. Ich komme leider nicht hoch zu euch. Ihr seid da so komisch auf dem Stein drauf. Das nervt mich. Kommt mal zu mir. Na, guck mal. Jetzt kommt ihr doch schon. Schön. Ah, da kommt der Nächste. Hallo. Du gehst in die falsche Richtung, Bruder. Aber lass dir Zeit, ne? So. Keine Hektik. Erdenblattbaum. So, es wird auch langsam schon dunkel. Wird auch echt Zeit, dass wir zu liegen kommen, ne? Deswegen lassen wir eben noch da vorne gehen. Das sieht doch schon einladend aus. Dann haben wir da direkt auch schon so ein kleines Lager, das wir uns angucken können. Und dann schauen wir mal. Wir werden dann heute noch ein bisschen Backtracking machen. Gell mir. Denn, ja, wir hatten ja noch diese Sulvi-Kiste, der ja jetzt inzwischen gestorben ist. Da gab es doch noch eine Questline, die wir vielleicht noch abschließen können. Ort der Gnade berühren. Doin. Wir können uns auch meiner Meinung nach ruhig mal hinsetzen. Ist nicht so schlimm. So, wie viel brauchen wir eigentlich für einen Stufenanstieg? Uiuiui, 85.000. Holy shit. Ist noch ein bisschen. Ich würde mal vorschlagen, lass mal eben gucken auf der Map. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen in das Gebiet weiter rein, weil ich gerne die Map öffnen würde. Das würde mich schon noch erfreuen, wenn wir die Map aufkriegen würden. Und ich glaube auch alle Schlösser, die ich gesehen habe... Die waren so in dieser Richtung, oder? Oder war irgendwas hier unten? Ich glaube, hier war auch... Ah, ich bin mir nicht sicher. Ne, hier, da. Da hatte ich eins gesehen. Das war dieses Kubbelige. Und hier habe ich, glaube ich, auch eins gesehen. Na, wir werden es sehen. Also diese Schlösser auf jeden Fall mal schon mal markieren. Ich mache erstmal wieder Tag, würde ich sagen. Komm, wir warten mal kurz Zeit. Aber ich habe keinen Bock, im Dunkeln rumzulaufen. Ich weiß, dann können die Gegner leuchtende Augen haben und so. Aber... Ich bin's tagsüber einfach muggeliger. Oder morgens im Morgengrauen hier so eine kleine Runde durch die Gegend zu drehen, ne? Ist doch halt was Schönes. So, erstmal gucken, was hier abgeht. Dann wir gehen ein Stückchen, gehen wir noch rein. Bis ich die Karte gefunden habe. Ja, das sieht schon mal nicht einladend aus. Leiter voraus, kurz gesagt links suchen. Leiter? Aha. Ach, nö. Richtig nervig. Ihr könnt mal schön gegeneinander kämpfen. Ich habe keinen Bock auf euch. Bah. Kämpfen die nicht gegeneinander? Sah so aus. Doch, die hauen aufeinander drauf. Wir können uns ja mal anschließen und den Rittern kurz helfen. Und danach machen wir die Ritter weg. Wie sie am Abgehen ist, Alter. Witzig. So, jetzt rauf da. Oh oh. Oh oh, oh oh. Meine Güte, rauf da. Oh, scheiße. Weiter, 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 weiter. Ja, wunderbar. Heilen. Jetzt kommst du an, ne? Jo, jetzt hau ich dir auf die Fresse. Du hast mich zwar gerade gerettet, aber was soll's. Ja, man kann ja auch mal dankbar sein, ne? Man könnte auch mal dankbar sein, Bruder. Hier gibt's keine Dankbarkeit. Hier gibt's nur auf die Fresse. Ist so. Okay. Aber sieht schön aus. Ist da noch so ein Vieh? Oh, nee. Komm. Nö, die nerven ja richtig ab. Das sind ganz viele von den Biestern. Ich glaube, die ignoriere ich weg, Leute. Ganz ehrlich. Pferd holen, Gas geben. Oh, hier habe ich richtig keinen Bock, Alter. Hm.
Ja gut, einladen ist jetzt was anderes, ne? Moin. Oh, hier darf ich nicht mehr rein. Da, komm. Oh, Hundis, die drei Schläge aushalten. Ja, wir sind in einem Gebiet, wo es wieder schwieriger wird. Man merkt schon, ne? Invasion? Och, nö. Und dann huckelt das auch noch. Ja, geilo. Ah, Anastasia, wie geht's dir? Oh Gott, was machst du denn für eine Scheiße? Ich bin die ganze Zeit am Springen wie so eine bescheuerte. Oh. Soll denn sowas, Mädel? Meine Güte. Heiliger. Heiliges Fleischmesser. Anastasia, Verschlingerin der Befleckten, hat sich verpieselt. Grüße gehen raus, Anastasia. Grüße gehen raus. So. Hütte mit Leichengestank. Alter, was? Muss dir mal vorstellen, so Airbnb, ne? Wir bieten an in unserem Gebiet die Hütte mit Leichengestank. Wenn Ihnen das nicht gefällt, hätten wir auch noch Hütte mit Gliedmaßendekoration. Oder beides kombiniert. Hütte mit Leichengestank. Ja, schön. Also, wenn es etwas gibt, wo ich Bock drauf habe, dann ist es definitiv die Hütte mit Leichengestank. Da bin ich mal ehrlich, ne? So, wo sind wir denn hier? Da haben wir der Hütte mit Leichen gestanden. Ah, die ist echt so geil, die Hütte. Die hat einen eigenen Eintrag. Auf der Karte. Hat diese Hütte mit Leichen gestanden noch irgendwas Wichtiges? Schwertkämpfer voraus. Du meinst die gute, die uns hier invaded hat, ne? So, Hundi, was gehen? Ja, komm her, greif mich doch an. Ui. Jetzt. Okay. Schön ist es hier. Sehr, sehr schön. Einladend vor allen Dingen. Steinschmerzschlüssel. Schön, schön. Also es gibt doch nichts Schöneres, als über so ein paar moderige, muggelige Leichenberge zu wandern, oder? So schön weich an den Füßen, wenn sich dann dieser ganze Leichenglibber, Schmoddersaft in deine Schuhe reinsipscht, die Socken benetzt, ekelhaft. Okay, hier sehen wir wieder ein riesiges, riesiges Schloss. Ich bin so gespannt, was uns hier erwartet, aber hier geht's erstmal nicht weiter, habe ich das Gefühl, oder? Muss einen anderen Zugang geben. Hier ist auf jeden Fall gerade eine Nachricht. Gras. Okay. Also hier kommen wir, glaube ich, nicht weiter, Leute. Nicht so ohne weiteres. Jetzt wurde von einer Leiter gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass man... Aber selbst dann müsste da oben ja eine Brücke oder sowas sein. Oder man geht halt hier irgendwie rein, ne, in den Bereich und kommt dann von hinten oder so. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber hier ist auf jeden Fall Ende Gelände. Hier geht das nicht weiter. Ich sehe jetzt erst, was da hängt. Guck mal. Da haben so ein paar Riesen da aufgehangen. Na gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal noch an der Felsmauer entlang wieder zurück. Gucken, ob wir da noch eine Leiter oder sowas finden, von der gesprochen wurde. Und dann würde ich aber sagen, machen wir uns erstmal an die Questlines, die offen sind. Und kehren zurück in meinen liebsten Schmoddersumpf, in dem ich natürlich nicht drin herumrollen soll, was ich aber wahrscheinlich trotzdem tun werde, weil nach so vielen Stunden des wahnsinnigen Herumrollens das nicht so ohne weiteres einfach aus der Muscle Memory rausgeht, ne? Muss man ganz klar sagen, da ist tatsächlich eine Leiter. Schnell! Oh nein. Weiter. Die kommen hier nicht hoch. Alter, hast du ein Schwein. Oh, holy shit. Höher. Jetzt ist gut. Jetzt kommen sie nicht mehr hoch. Alter, das war aber krass. Na, ihr habt richtig Bock auf mich, ne? Ihr habt richtig Bock. Die haben richtig Lust, Leute.
Alter. Okay, erstmal schön die Leiter hoch. Kann ich ein bisschen Kaffee trinken. Wahrscheinlich ist oben wieder so ein Ding und stupst mich jetzt gleich runter oder so. Oh, schön ist das hier oben. Vulkanstein. Schön. Hier fühle ich mich doch direkt sicher. Gleich einsammeln. Und einen Ort der Gnade. Ja, auch das kann ich inzwischen aussprechen nach fast 200 Folgen bald. Schön, direkt hinsetzen. Direkt unsere Tränen einmal auffüllen. Das schadet nicht. Wunderbar. So, hier gibt es eigentlich immer schöne Runen. Rune Stufe 2. Gebt mir all euren Kram. Rune Stufe 3. Nochmal Stufe 3. Stufe 7. Was ist das da oben? Ist das ein... Was ist das? Ist das ein Wolf? Das ist ein Wolf, der neben einem Typ liegt, der da sitzt. Es war bestimmt sein Härchen oder so. Sorry, aber ich muss an dieses Item ran. Dunkelschmiedestein 6. Schaut euch das an. Da hinten geht auch noch was ab. Es wird auch irgendwann noch eisig. Wir kommen auch irgendwann noch in so ein Eisbiom. Es ist total irre. Das Game ist einfach nur irre. Aber geil. Aber irre. Aber geil. Aber auch echt irre. Geb auf. Ich gebe nicht auf. Niemals. Ich will der Allerbeste sein. Den es in Elden Ring gab. Bam, bam, bam. So wird's sein, Leute. So wird's sein. Wir können jetzt entweder da weitergehen. Oder hier mal rein luschern. Ich würde sagen, wir luschern kurz mal da rein. Nebenbei muss ich so ein bisschen Vulkansteine sammeln. Ah, hier sieht's nach Tod aus. Tod und Verderben. Ja, man kann versuchen, hier mal runterzuspringen. Hat wohl auch jemand getan hier, wie man sieht. Ja, ich schaff das wohl. Das ist wohl machbar. Und dann ist er gestorben. Das lassen wir also lieber. Ne? Wir müssen ja nicht alles machen, was die anderen machen, ne? Man muss ja nicht immer jedem alles nachmachen. So, gehen wir erstmal da noch lang. Sieht sehr einladend aus. Oh, da hab ich Bock drauf, du. Komm. Let's go. Viele Leichen wieder, das ist immer gut. Da weißt du, du bist hier safe, hier kann nicht viel passieren. Hier ist irgendeine Schlacht, ist hier auf jeden Fall getobt. Mit Feuer. Ist alles verbrannt hier. Oh. Ist er am Trauern? Hören Sie, bist du am Trauern? Oh mein Gott. Ich wollte dich in deiner Trauer nicht stören. Junge, Junge, Junge. Gut, hätte ich gewusst, dass ihr so krass drauf seid, hätte ich mich angeschlichen und euch so direkt weggemeddelt. Die sind hier am Trauern, die Leute. Aber die sind übel. Die sind nicht ohne. Die haben Bock. Die haben richtig Bock. Ich mach mal den weg hier. Wobei der andere hat ein fetteres Schwert, aber egal. Na, so geht's. Man muss einfach nur schnell sein. Okay. Habe ich schon irgendwie so einen Mapstein oder sowas? Nee. Ich will doch nur wissen, wo die Karte ist. Mehr will ich doch gar nicht. So, ganz leise, ganz leise, ganz leise. Leise sag ich Scheiße. Okay. Leise sei. Ach, die essen die auch noch. Okay. Es ist instant ekelhafter geworden. Oh nein. Okay, die machen hier ganz komische Sachen offensichtlich. Die essen die irgendwie. Das ist komisch. Ich dachte, die trauern, aber nein, die sind die am Essen.
Fuchs wieder so, oh ja, der trauert, ich habe ihn in seiner Trauer gestört und in Wirklichkeit futtern die. Was ist denn hier los? Lendell, Soldat. Die sind wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Oh, hier sind ein paar viele auf einmal. Man muss sich auch ordentlich ernähren, ne? Das nützt auch nichts. Oh, 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 Mädel, Mädel, Mädel. Bitte mal entspannt bleiben. Danke. Ihr seid aber auch unentspannt, Leute. Also der eine, der snackt da ganz gemütlich vor sich hin weiter, ne? Der hat gar keinen Bock. Keinen Bock aufzuhauen. Ich will einfach nur snacken. Ich will einfach nur snacken. Oh, da ist noch einer. Hallo. Oh. Der Trick ist halt nicht, dich direkt vor deinen Schild. Oh. Ja, blöd, ne? Mhm. Na, 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 na. So, weggesnackt. Oh, da ist noch einer. Mit so einer Lanze auch noch. Warte mal kurz hier, lass mich mal eben hier das Loot einsammeln. Bestienblut, dann kommst du. Aber du bist nur so ein normaler Dulli. Du bist ja lächerlich. Eins, zwei, drei und drauf. Tja, da guckst du doof, ne? Was haben wir für eine Nachricht? Unerwartet das Trauer. Ich habe auch gedacht, das Trauer, aber nee, nichts Trauer. Die sind am Snacken, Junge. Die snacken hier. Hier wird nicht getrauert, hier wird gegessen. Unerwartet das Essen, sag ich dir. Boi! Ei, jemine, du! War wunderbar. Ah, hier kann man den Turm hoch. Guten Tag. Anvisieren, Bruder. Du musst anvisieren. Oh, der lebt ja noch. Das wäre hinüber. Oh, oh, oh. Junge, was ist hier denn los? Oh, ein Dicker. Ich habe ja gar keinen Bock. Da geh ich erstmal die Leiter hier hoch. Komm, schön klettern. Lalalalalalalala. Ich will nichts sagen, ne? Aber dafür, dass wir nicht mit PlayStation 3 Prompt, PlayStation 3 sag ich schon, PlayStation 5 Prompt Button Knöpfen hier vom PlayStation Controller spielen, läuft super. Feuer, Projektilwaffe voraus. Okay. Das läuft. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, ich kriege ja mehr Stress. Aber nö. Dadurch, dass, weil man guckt ja eigentlich eh nicht mehr drauf, ne? Deswegen läuft's. Was ich noch nicht kann, ist, Nintendo. Bei Nintendo ist vorbei, weil die gleichen Knöpfe, also die gleichen Button-Bezeichnungen wie Xbox verwenden, aber alles um eins rotiert haben. Au, oh, what the fuck, wo kommt er denn her? Wo bist du denn her, Bruder? Oh, dann rennt er wieder weg! Was bist du denn für einer? Du bist ja richtig gut drauf. Du bist ja gut drauf. Du bist mir ja ein richtig guter. Alter, der hat ja richtig Bock gehabt, ne? Schön hier in die Ecke hin. Todes voraus. Oh, wir gleich mal einen kleinen Ausblick hier wagen. Hier geht's auf jeden Fall zum Schloss. Hm. Ich hätte halt gerne die Map, ne? Muss ich ja sagen. Guten Tag, hast du vielleicht eine Karte? Brandpfeile, auch nicht schlecht. Eine Karte wäre nice. Darüber würde ich mich freuen. Kleine schöne Karte. Hätte doch was. Und wieder runter. Ui. Wo ist denn der Dicke? Schöner Fettsack, hä? Herrlich. Da oben leuchtet was gelb. Warum? Das ist mal ein gutes Zeichen. Dann ist meistens irgendwas Questmäßiges am Stissel. Ja, ich wollte gerade fragen, kann ich den wegignorieren? Nope. Weg, weg, weg. Oh je. Fuchs, 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 Fuchs. Heilung, Fuchs, Heilung, Fuchs. Dann rollen, rollen, rollen und von hinten rein. Wunderbar. Damit ist er auch weg. Was ist hier los? Auch er hier, blitzt ein bisschen rum. Du, ich bin hier, du musst auch schon rankommen, ne? Sonst wird das nichts. Süß. Hast du dir ein paar Pokebälle geholt oder was ist da los? Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun.
Du wirst dein Scheiße jetzt nach mir. Tja, ich will wissen, was da leuchtet. Goldene Rune 6. Was ist da am Leuchten? Gelb und fröhlich. Regenbogensteine weisen den Weg zu Reichtum. Aha. Aha, das ist der Ort des Todes, oder was? Ist doch Verarsch, oder was? Ach, hier, guck mal. Das ist ein Regenbogenstein. Ah, alles klar. Ist 100 pro eine Falle. Wollen wir wetten, dass das eine Falle ist und wir richtig auf die Fresse kriegen? Wollen wir wetten, dass das eine Falle ist? Wie viele Seelen? Oh, ich sehe sie gleich schon alle verschwinden. Oh, natürlich. Okay, wir folgen mal weiter den Regenbogenstein. Komm, was soll's? Was soll denn schief gehen? Außer, dass wir aufs Maul kriegen. Schön gemacht. Hier geht's dann weiter. Na ja, gut, wir gehen mal weiter, komm. Was steht hier? Bitte nicht folgen, die verarschen dich. Hinterhalt voraus. Ja, wer hätt's gedacht? Wer hätt's denn gedacht? Ich folge trotzdem mal den leuchtenden Steinen. Oh, mit Zwischensequenz oder was? Holy shit. Well, if you really are that gullible. War doch klar. Ah. Ach, kacke, aber sogar mit Zwischensequenz. Nice. So, was wird mich jetzt umbringen? Then stay away from the Volcano Manor. ich dachte, hä? Bye now. Das ist doch der Quest, ich gehöre doch dazu. Ich darf bei euch mitmachen, Mann. Mist, ich hoffe, jetzt ist nichts im Arsch. Oh, nee, Bruder. Oh, oh, vorsichtig, der Gammel, wenn wir uns... Wir müssen vor dem Gammel aufpassen. Der Gammel ist böse. Sehenden Auges ins Verderben, aber ich bereue nichts. Na, komm her. Oh, weg. Um Gottes Willen, wir müssen uns kurz mal entspannen. Glassplitter. Der hat schon ein paar Leute hier runtergekickt, so wie sich das darstellt, ne? Gut, wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück, jetzt dann wahrscheinlich diese Quest erstmal starten. Bevor ich mir die kaputt mache, weil es geht ja genau um dieses Haus Vulcan. Und wenn ich hier zu früh hingehe, bringe ich die nämlich alle um und dann kann ich die Quest wohl nicht mehr machen. Und ich kann verstehen, warum man die umbringt. Das sind ja sehr nette Leute zu sein, wie man ja merkt, ne? So, hier hat er schon ein paar Leute runtergekickt, Alter. Was für ein Arschloch. Was für ein Arsch, oder? Kickt er uns hier einfach runter. Unglaublich. Aber gut, dann ist das Haus Vulcan und dann müssen wir da wohl hin. Und hier ist auch diese Brücke. Egal, ich geh jetzt mal ein bisschen weiter, weil wenn wir schon hier unten sind, dann kann man sich noch umgucken, ne? In unserem kleinen Hinterhalt hier. Wahrscheinlich darf ich mich eh nicht wegteleportieren, oder? Darf ich? Doch. Ja, dürfte ich. Okay. Naja, aber ich guck mich mal um. So schnell kommt man hier ja nicht wieder runter. Ah, guck mal, und hat sich auch schon gelohnt, ne? Hat sich schon gelohnt, die paar Meter weiter zu gehen. Da, wertvolle Dinge lauern hier. Da schlurfen noch ein paar Leute rum. Ist doch bestimmt auch irgendwo ein Ort der Gnade. Oh, was ist das denn? Okay. Ich fühle mich hier sehr wohl. So, den machen wir weg. Sehr schön. Kann man da durchlaufen? Wahrscheinlich eher nicht. Das sieht gefährlich aus.
Kann ich hier reiten? Ah ja, mein Pferdchen könnte es retten. Oh, okay. Erst nächstes Mal, meine Lieben, erst nächstes Mal. Dann machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break, wa? Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.